Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, euer Sly. Und naja, liebe Uni-Fans, den einen oder anderen könnte es auffallen, ich klinge anders und mein Hintergrund sieht anders aus. Ich habe euch ja vorgewarnt, ich werde umziehen. Das ist jetzt der Fall. Wir sind momentan noch einen rudimentären Raum, der setup-technisch dafür ausgelegt ist, dass ich erstmal streamen kann. Vielleicht noch nicht unter den besten Conditions, aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Wichtig ist ja erstmal, dass ich überhaupt erstmal wieder streamen kann, aufnehmen kann. Ich glaube, schwenk mal etwas die Cam. Nee, nicht in der Uni-Aufnahme. Sicherlich nicht. Außerdem ist das ein kleiner Raum, in dem einfach nur ein Galax steht. So, das Galax und warte mal hier, da Galax-Regal. Warte mal. Da Galax-Regal. Und da ein weißer Schrank. Mehr steht hier nicht drin. Also, und ein PC-Setup. Darum. Also, es lohnt sich nicht, das zu zeigen groß. So. Ja. Fangen wir mal an. Also, es sind ein paar Zyklen vergangen. Ich musste mich jetzt auch gerade erstmal wieder reinarbeiten. Ich habe vielleicht nicht ganz so viel aufgepasst und ein bisschen viel Sauerstoff runtergekühlt. Es wird also Zeit, dass wir gleich landen mit unserer Rakete. Wie gut, dass das der Fall ist, dass wir jetzt landen können, denn ich habe unter Umständen, wie schon gesagt, ein bisschen viel Sauerstoff hier drin. So, dann muss ich jetzt erstmal hier reingehen. Ich müsste hier irgendwo einen Duplikanten haben. Ah, da. Na? Da kriege ich... Ah, da. Wartenschutzanzug. Da ist Ona drin, ne? Ona, setzt den bitte nochmal auf. Sehr schön. So, jetzt können wir nämlich wieder landen. Das ist auch... dringend notwendig. Ich weiß gar nicht, was wir hatten. Ich glaube, wir hatten einen Roboter da drauf. Das ist die Roboterrakete, wenn ich mich nicht täusche. So, dann werden wir auch gleich wenigstens wieder ein bisschen flüssigen Sauerstoff los. Sehr schön, wie es auch hier das Ganze erhitzt. Auf. Dann lasse ich eigentlich das CO2 hier ab? Ja. Da ist nicht viel drin, ne? Ja, genau. Oh, das sind die Spacefähren. Ja. Ist okay. Könnt ihr voll machen. Ist okay. Sauerstoff wird abgepumpt und füllen wir wieder in die Rakete. Hier ist Wasserstoff. Und hier ist der flüssige Sauerstoff. Sehr schön. Weil ich, wie schon gesagt, habe ein bisschen viel flüssigen Wasserstoff und Sauerstoff. Mehr denn Sauerstoff ist gerade mein Problem. Daher sorgen wir erstmal dafür, dass... Ona ist hoffentlich jetzt nicht mehr drin, oder? Innenraum ansehen. Ist ausgeschaltet. Die Toilette ist jetzt auch wieder kontrolliert. Der Kühlschrank kann so. Dich kann ich leider nicht kontrollieren. Das wäre super. Gastechnisch müsste ich einmal... Ja, könnte ich anpumpen. Könnte ich einmal anpumpen. Das ist okay. Ich glaube, die Rakete hat sogar ein Solarmodul. Ne, hat es nicht. Aber es hat eine Batterie. Daher... könnte das ausreichend sein? Wir haben nur keinen Strom. Aber das ist nicht Problem. Den haben wir jetzt. Und dann pumpen wir mal. Oh. Wir sind in der falschen Rakete. Sorry, wir sind in der falschen Rakete. Falsche Rakete. Ach, das fängt doch schon wieder gut an. Okay. So, der hat Strom. Und der pumpt. Sehr schön. Denn wir wollen das Gas hier raus haben. Denn das ganze CO2 geht mir ziemlich auf die Nüsse. Das will ich hier gar nicht haben. Und das kann mal schön hier mit in die Umgebung. So, das Wasser wird hier gleich sowieso wieder zu Eis. Da ist auch alles tutti. Wir sammeln hier noch ein paar Blitze. Also hier ist jetzt in dem Sinne nichts... Ich wollte gerade sagen, ich habe den Hahn zu. Kommt da immer noch wieder welche an? Ich muss das mal gerade checken. Jo. Kommt immer noch welche an.
Aber ich pumpe jetzt ab. Ah, das Abpumpen hat es geregelt. Sehr schön. Sehr schön. Okay, cool. Haben wir das auch fertig. So, Strom, Batterien, alles fertig. Irgendwann muss ich auch, wie gesagt, hier ein zweites Ethanollager mehr hinbauen. Problem von Zukunftsly. 8, 7, 5. Okay, ich sollte mal wieder ein paar einfangen, während ich hier euch erkläre, was ich mache. Ich muss ja auch bei ein paar Dingen selber schauen. Weil ich als Brezelkopf nämlich vergessen habe. Mich selber um ein paar Dinge zu kümmern. So, hier baue ich CO2 gerade auf. Darum werde ich das nicht wegholen, weil ich dieses CO2, das Erdgas, hier rüber haben möchte. Und dazu muss ich halt erstmal, ja, mehr CO2 aufbauen. Komme ich nicht drum rum. So. Rakete ist gesetzt. Weiß gar nicht mehr. Ona musste, glaube ich, in die andere Rakete. Hier ist alles geregelt. Hier gibt es gerade nichts wirklich zu tun. Habe ich eben schon geschaut. Wir bauen Sand ab. Chlorgas passt. Die Farm läuft wie geschnitten Brot. Ich habe sogar angefangen hier. Ich könnte tatsächlich den hier gerade deaktivieren. Mal schauen. So, jetzt tut da kein Dupp mehr was reinbringen. Und das Einzige, was Dupps jetzt gerade noch tun können, wären den hier aktivieren. Und zwar nur beim Aufräumen alles. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen Aufräumbefehl hier irgendwo. Oder habe ich noch... Normalerweise gehe ich einmal durch für so ein Shit, aber habe ich anscheinend nicht getan. Sammel hier auch gerade ganz hart auf die Scheiße, ne? Ich bräuchte eigentlich fast eine Batterie. Der ist gleich voll. Er hier, oder? Nee, warte mal. Der bleibt an. Ich verschicke Sand die ganze Zeit. Das hier ist der Speicherstand. Da habe ich Scheiße fast gebaut. Hier unten ist die Füllmenge zum Wegschießen. Hier oben ist der Teilchen. Ich wollte schon sagen, warum will ich das denn ausmachen? Das gibt ja keinen Sinn. Sehen wir gleich. Wenn ich 50 habe, schieße ich die auf jeden Fall weg. So, da. Einer wurde voll gemacht. Ihr seht das. Jetzt wird geputzt. Da schießt der zweite rein. Zack. Rausgeschoben. So, sehr schön. Habe ich nichts falsch gemacht. So, hier oben wird nur Sand rausgefördert. Das mache ich automatisch. Das heißt, ich könnte eigentlich hier einen Aufräumbefehl geben. Damit das ganze Zeug hier landet. Und ich check jetzt mal, ob er das auch macht. Mach mal. Sammy. Sammy. Okay, hier kann man auch reinschmeißen. 900 Grad in 350 Grad, das geht auch. Lass ich gelten. Ja, er bringt in einen von beiden. Ist okay. Was habe ich denn hier drin? Magnetit. Kann ich ja hier auch sagen. Ja, komm. Mir egal. Sollen die beiden hier aufräumen und hin und her schieben? Da ist genug zu tun. Also hier, dieser Planet ist gerade tiefenentspannt. Ich schaue mir gerade an, dass wir nur eine Blaupause haben. Glas. Was du denn? Benötigt Licht zum Schlafen. Migration gesenkt, Blase gesenkt. Geschwindigkeit. Ich brauche irgendwo bestimmt Glas. So. Was ist hier passiert? Hier ist gar nichts passiert auch. Hier habe ich vorher gecheckt. Hier habe ich nur Aufräumbefehle gegeben. Hier lassen wir die Welt auch aktuell zufrieden. Denn was wirklich von Interesse ist, ich muss mal gerade schauen, ob ich hier Glas noch habe. Ah, schadet nicht. 2 Tonnen. So. Hier ist weiterhin die Harzproduktion. Die sammelt sich langsam an. Schicke ich rüber, also nicht so schlimm. Das, weswegen wir alle hier sind, ist, was ist hier passiert? Also, wie ihr seht, Batterie
Check. Ich lasse tatsächlich sogar die Kleinen hier noch drinne, um den Raum aufzuheizen. Ne? Klar, das macht auch momentan der Komposthaufen, aber die strahlen auch Wärme aus. Das ist auch aktuell nicht so schlimm, denn wir haben hier mittlerweile 12 Grad zu minus 34. Plan war, dass wir eine Rakete hinschicken, damit wir die Jungs auch notfalls wieder abholen können. Aber Plan ist auch, auf diesem Planeten rauszufinden. Multikill. Hi, Hallo Toni. zusammen. Ein wunderschön. Vielen lieben Dank für den Resubscribe. So, Plan ist auch rauszufinden, was hier unten ist, denn ich suche ja immer noch ein Gerät, liebe Freunde. Und naja, wie ihr seht, suche ich anscheinend lang danach. Hier ist es nicht. Ich weiß noch nicht, wo es ist. Ich glaube nicht, dass hier irgendetwas dahinter versteckt sein wird. Flüssiges Chlor. Also, guckt euch mal diese Klumpen an. Jetzt mal ernsthaft. Granit, festgefrorener Kohlenstoffdioxid. Chlor. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ich könnte von diesem Planeten das Erdgas maximal abfüllen. Okay, also ich habe auf diesem Planeten einfach gar nichts. Was bedeutet, dass vielleicht mein letztes Gerät, was ich brauche, hier ist? Und das ist nicht schön. Okay. Ich habe ja gesagt, ich habe die Befürchtung, dass ich einen alten Speicherstand habe, bei dem das benötigte Endziel noch nicht gegeben ist. Das glaube ich. Ob dem so ist, weiß ich aber nicht. So, wir werden jetzt erstmal Ona hier hinstellen. Ich werde Ona jetzt als Besatzung hier wieder einwählen. Und dann mit Ona hier gleich nochmal wieder losfliegen, um hier mit dieser Rakete zu landen. Denn in diesem Innenraum sind sehr viele Ressourcen, die hier rumliegen. Mit der Rakete will ich eigentlich mal landen. Ich glaube, wir haben drüben zwei Stück, ne? Oder haben wir drei? Wir haben zwei Duplikanten, genau. Einen lasse ich, glaube ich, da. Der hat erst aktuell noch genug zu essen mit 1 Million Kilogramm Bärenmatsch. Da sollte der lange mit hinkommen. Aber ja. Ja. Gute Frage. Ich das sinnvoll mache, das weiß ich selber noch nicht. So. Gib den Robbys erstmal Arbeit. Das ist nicht so wichtig. Ich schicke erstmal das Chlor, was ich habe, nach unten. Das Erdgas versuche ich dann hier oben irgendwann aufzufangen. Leute, ihr müsst hier nicht aufheben, was da schon liegt. Das ist Schwachsinn. Wir machen es richtig, ne? So halben Scheiß, das ist nicht notwendig. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das tatsächlich der Fall ist, dass wir nicht die benötigten Sachen nachher haben. Was natürlich super ärgerlich wäre. Aber okay. Erstmal schicken wir Ona. In dem Dreier-Ding ist Ona schon drinne. Nein, warum nicht? Ist noch Tag? Wir sammeln die Teilchenblitze. Wo ist sie denn? Die schläft doch sicherlich. Ah, fuck. Schade, dass man nicht zurück kann, wenn man die rechte Maustaste drückt. Man geht nur wieder auf Null. Okay, ich habe Ona verloren, was für mich bedeutet, dass sie drin ist. Da ist Ona. Ona, was machst du? Ich habe beschlossen, dass du wieder losfliegen musst. Ist ja schön, dass du wieder da bist, aber
Okay, Una will die Annehmlichkeiten anscheinend nochmal genießen. Ist ja auch eine Top-Kolonie, ne? So ist es nicht. Ist schön hier. Muss man ja auch etwas sagen. Ist auch wirklich schön hier bei mir. Ich muss hier gleich noch, glaube ich, Gästebette nochmal vorbereiten. Ich habe hier nur zwei. Wenn ich nochmal mit zwei Dubs wiederkomme, ich glaube, das hier reise ich nochmal ab. So, Ona. Verfolgungscamp. So, auf zum Raumschiff! Okay, irgendwas ist nicht so, wie es sein sollte. Warum nicht? Besatzung? Ach so, weil ich gesagt habe, alle. Ja gut. Kein Wunder, dass Ona nicht kommt, wenn ich sage Besatzung. Will ich hier nochmal was mitnehmen? Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich hier alles. Ona, komm her. Anzug ablegen. Ist gegeben. Alles da. Mit dieser Rakete fliegen wir jetzt zurück und holen die Jungs ab. Also einen zumindest. Wir wollen dahin. Beladung abgeschlossen. Scheiß auf Beladung. Hau rein! Weiter geht's. Nochmal ein bisschen hier. Knapp da mal auf 60 Grad treiben. Ah, sehr schön. Oh, mehr sogar. Boah, kommt, die haben richtig was zusammen an Temperatur. Aber hier fällt das ganze Eis aus. Ja, ist nicht schlimm. Haben die Jungs hier mal ein bisschen wieder was zu tun. Das passt schon. So, achte. Das läuft. Hier kann ich den Überschuss auf- und anzufangen. Wir wollen mich selbst merken. Sind wir beide jetzt eigentlich dein Planetenpioniere? Ist das unsere neue Bestimmung? Besser als auf Planeten zu bleiben. Wie gesagt, sorry Jungs, dadurch, dass der Monitor mit dem Chat nicht mehr über mir ist, muss ich immer gezielt nach rechts schauen. Und das ist noch neu für mich. Daher kann es manchmal ein, zwei Minuten dauern, bis ich reagiere oder antworte. Ja, mich gibt's nicht mehr. Rip. Ich war dabei. War sad. Mir und mich selbst merken. Korrekt. Ja, du bist halt... Das Weltall war so atemberaubend, dass du Luft verloren hast. Im größeren Stil. Ja, weil hier der Dampf abkondensiert und ins Nichts. Also hier ist nicht mal Wasser, weißt du? Du siehst die Kondensation, aber Wasser ist einfach nicht gegeben. Es kondensiert, aber niemand sieht wo. Läuft. Naja, die machen das schon. So, also checken wir jetzt mal aus. Eine Stunde verpasst. Warum zog alles Rotter? Yo, Atompilz. War alles gut? Habe ich aber auch schon am Anfang ein, zwei Mal erklärt. So. Yo, war halt stressig, ne? In einigen Punkten. Aber gehört halt dazu. Okay. Guck mal, wie alles Sachen zum Aufräumen sind und niemand holt sie. Das ist sehr interessant hier. Ich meine, die Hobbys haben jetzt hier eine Aufgabe. Die sollen den ganzen Rohstoffscheiß holen und hier reinschmeißen. Ich lagere gerade aktuell einfach alles im Granit. Aber... Sag mal, habe ich nicht gesagt, dass ich irgendwie Wasser verschießen will? Hat der überhaupt schon mal verschossen? Nee, du bist was anderes. Jukulin? Sand. Okay, das ergibt Sinn. Aber ich habe hier noch nichts unterwegs von hier. Das heißt, die erste Ladung Wasser kommt noch, weil ich denke die ganze Zeit, dann springt denn hier mal das Ding an vernünftig. Aber ich habe immer noch kein Wasser, ne? Nee. Immer noch nicht given. Ich finde es ja gut, dass die Jungs das jetzt hier machen und wir werden auch hier alles jetzt vorbereiten, dass die Rakete landet, aber... Ja, ich habe noch nicht viel Ahnung, wie ich hier was sinnvoll wo mache. Da bin ich tatsächlich ehrlich. Ich weiß nicht, was hier auf dem Planeten soll.
bin tatsächlich eher überlegen, ob ich den komplett evakuiere. Dass ich einen Kühlschrank abreiße mit Einlager. Oh. Aber Ona, warum denn? Das ist so ein Ritus bei Ona. Ona und Jessie, ne? Die tun sich jedes Mal in die Hosen pissen. Ich hab gedacht, die Toilette wird automatisch kontrolliert. Am Boden? Ich verstehe das nicht. Na gut, so haben wir wenigstens gleich Schmutzwasser, wenn wir auf den Planeten kommen. Ist ja auch was Schönes. Es hat schon gepingelt, oder? Ich nehme noch auf. 20 Minuten. Hat einer den Sound gehört, wie es abgelaufen ist? So, ein... So, einen Freund habe ich. Was brauchst du... Brauche ich noch? Feinde. Luft, Luft, Luft. Geht doch nicht. Kannst du mit dem Erdgas nicht anfangen, oder ist zu wenig? Ich werde es versuchen, wahrscheinlich einzufahren. Ja, Sound kam. Sehr schön. Okay, also. Ona ist jetzt auf dem Weg dahin. Und das nächste Mal, wenn ihr seht, werde ich vielleicht alles von dem Planeten schon abgeräumt haben und wir fliegen wieder los? Weiß ich nicht. Muss ich schauen. Das wird auf jeden Fall noch interessanter, was hier passieren wird, denn ich werde hier auf jeden Fall irgendwas machen. Sicherheitshalber stelle ich hier schon mal ein Bett hin, denn wir bringen 2 Dubs mehr mit. Das heißt, ich brauche für 2 Dubs definitiv... Okay, ich hätte sogar für 2 Dubs. Aber ist nicht so schlimm. Lieber ein Gästebett mehr als eins zu wenig. Jo, das kommt dahin, das kommt dahin. Ich glaube, ich reiß das hier auch mal ab. Mach das weg. Genau, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.